So, komm. Ja, weiter. So, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung? Ersatzgeschwächt geht es für die TuS Koblenz mit einer Rumpfelf in den 30. Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Zu Gast ist man beim FC Hertha Wiesbach ohne ganz, ganz viele renommierte Namen. Jakob Pistor, Youssoufa Savané, Mohamed Loum, Clinton Asari, Umut Sentürk, Lukas Cimcak, Jonas Bass, Daniel von der Bracke und Eldin Hatzic fehlen unter anderem bzw. sitzen angeschlagen auf der Bank. Angeschlagen im Übrigen auch Umut Sentürk, der von Beginn an auflaufen sollte. Das alles kann Wiesbach egal sein mit einem ersten guten Pfostenschuss. Da hätte es früh im Spiel beinahe auf Seiten der Koblenzer geklingelt, aber ja, aufgepasst. Wieder ist es Wiesbach, wieder ist es Rudi Impassi, wieder ist es die linke Abwehrseite der TuS, die düpiert wird. 1:0 Wiesbach. Nico Wils mit seinem 14. Saisontreffer im 16. Einsatz. Ein ganz, ganz gefährlicher Offensivmann. Der ist selbst erst eingewechselt worden in der Anfangsphase für den verletzt ausgefallenen Pascal Piontek. Dieser hat übrigens im Hinspiel gegen die TuS Koblenz getroffen. Diesmal ist es Nico Wils und es ist erneut Wils. Nur wenige Zeigerumdrehungen später steht es schon 2:0 und Wils trifft zu seinem 15. Saisontreffer. Mutterseelen alleingelassen. Nico Wils überwindet Stefan Djordjevic im Kasten der Koblenzer. Und die TuS, die muss sich jetzt erst einmal kräftig schütteln. Wiesbach weiterhin im Aufwind. Die nächste Gelegenheit. Der Ball kommt durch. Und die Hereingabe scharf vors Tor getragen. Djordjevic ist auf dem Posten. Die Antwort der Koblenzer, die kann sich sehen lassen. André Mandt, ein Zuckerball auf German Kurbaschian. Dieser sticht in den 16er und trifft verkürzt zum 2:1. German Kurbaschian mit seinem ersten Saisontor und es ist ein erlösendes. Das sieht man in dem Mann. Da fällt ganz, ganz viel Ballast ab. Aber auch die Vorarbeit von André Mandt zum Zungeschnalzen. Der Abschluss dann eine Formsache, wenngleich auch eine sehr, sehr schöne. Und Wiesbach, ja, die machen das richtig gut. 5 Minuten später die andere Seite. Wils mit der Hereingabe, Djordjevic denkt mit, krallt sich den Ball. Die TuS Koblenz in diesem Spiel weitestgehend die schlechtere, die schwächere Mannschaft liegt einfach an den ganz, ganz vielen Ausfällen, die die Schengel hier zu kompensieren haben. Mit einem 16-Mann-Kader ist man ins Saarland gereist, darunter 2 A-Junioren und 3 angeschlagene Spieler, die eigentlich nicht spielen dürften bzw. sollten. Was ist das denn? Armin Schenay aus 40 Metern an die Unterkante der Latte. Ein fantastischer Schuss des Kreativmanns der Koblenzer, der hier Gion Gion schickt und die Schengel mit der nächsten 100%igen Gelegenheit. Alen Muharemi heute in der Sturmspitze scheitert an Blankenburg im Kasten der Saarländer, die diese Antwort für die TuS parat haben sollten. Der Distanzschuss auf das Tor von Djordjevic sollte keinerlei Gefahr bringen. Stattdessen die nächste Hiobsbotschaft der TuS Koblenz, Umut Sentürk angeschlagen, hat er von Beginn an ran gemusst und verletzt muss er ausgewechselt werden. Für ihn kommt der ebenfalls angeschlagene Daniel von der Bracke ins Spiel. Es fehlen der TuS Koblenz schlicht und ergreifend die Alternativen. Weit über 10 Ausfälle hatte die TuS an diesem Nachmittag zu beklagen. Bei Sentürk ist es der Oberschenkel, der zugemacht hat. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Der Pausenstand von 2:1 für Wiesbach sicherlich vertretbar. Aber die TuS Koblenz ist bemüht, den Spielstand wieder zu egalisieren. Kurbaschians Abschluss noch zu ungenau, geht über das Tor. Und dann der Knackpunkt in diesem Fußballspiel. Passis Flanke, Djordjevic räumt Merouane Taxouté ab. Und es gibt den Elfmeter gegen die TuS Koblenz, sehr zum Unverständnis von Stefan Djordjevic, der sich hier echauffiert, die gelbe Karte für das Foulspiel erhält. Und die Entscheidung des Schiedsrichters des Elfmeters, die hat
Bestand. Das Duell Wils gegen Djordjevic entscheidet auch jetzt Wils ein drittes Mal für sich. Stefan Djordjevic regt sich auf und plötzlich zeigt der Schiedsrichter Stefan Djordjevic die Ampelkarte. Die TuS Koblenz nur noch zu zehnt und jetzt passiert das so ziemlich Schlimmste, was hätte passieren können. Nicht nur, dass ein verletzter, angeschlagener Defensivroutinier in der Defensivkette der TuS Koblenz spielen muss. Nein, jetzt spielt auch noch ein verletzter Torwart im TuS-Tor. Jonas Bast mit Oberschenkelproblemen, hat Schmerzen, musste auf die Zähne zusammenbeißen und wird dies voraussichtlich auch trotz Verletzung im nächsten Spiel tun. Ganz, ganz bittere Pille für die TuS Koblenz. Und Wiesbach macht das unterdessen ziemlich, ziemlich gut. Haben jetzt die volle Initiative über die Begegnung ergriffen. Die Köpfe der TuS Koblenz gingen merklich nach unten. Der Torschütze Staroschik zum 4:1. Dann allerdings mal wieder eine etwas erfreulichere Nachricht. Tom Weiß kommt für Adet Maloko in die Begegnung. Tom Weiß, ein A-Junior des jüngeren Jahrgangs, kommt zu seinem ersten Profi-Einsatz in einem Pflichtspiel im Herrenfußball. Aber auch das sollte die TuS Koblenz zunächst einmal nicht beflügeln. Es spielte weiterhin nur der FC Hertha Wiesbach und die Chancen, sie sollten sich mehren. Glück, dass Mpassi hier mit dem Kopf verpasste. Dann ein Standard auf der anderen Seite. André Manns Versuch nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Und dann machten die Wiesbacher wieder weiter. Wils mit der Hereingabe und es ist Lukas Bido zum 5:1 in Minute 75. Eine ganz, ganz junge TuS-Mannschaft ist geschlagen. Und man möchte auch fast sagen, mental zu diesem Zeitpunkt gebrochen, 10 Mann gegen 11 Wiesbacher, die richtig Spielfreude entwickeln sollten. Da kann man einfach wenig entgegensetzen. Der FC Hertha Wiesbach ist nicht ohne Grund die zweitbeste Offensive der gesamten Liga. Nach diesem Spiel sollte man nur ein einziges Tor weniger erzielt haben als der Tabellenführer VfR Wormatia Worms. Und 10 Minuten noch zu gehen. Wieder ist Wiesbach in der Vorwärtsbewegung. Selentin legt ab. Der Ball kommt zu Mpassi. Gion kann in letzter Instanz noch zur Ecke klären. Nur 2 Minuten später weiterhin die Gastgeber. Die nächste Gelegenheit landet bei Wils und Wils. Wils wissen, aber scheitert hier frei vor Jonas Bast. Das hätte durchaus das 4. Saisontor sein können. Noch 2 Minuten zu gehen, zumindest regulär. Der eingewechselte Schäfer. Abermals ist der angeschlagene Bass zur Stelle, der hier leider zum Unglücksraben werden sollte. Die Flanke eigentlich ungefährlich, doch Jonas Bast mit Schmerzen im Bein verschätzt er sich. Anschließend sollte er nur noch humpeln können. Rudi Mpassi trifft zum 6:1. Aber das sollte noch nicht der Schlusspunkt sein, denn ein nimmermüder werdender Gion Gion holt hier nochmal einen Elfmeter für die TuS Koblenz raus. Und André Mandt wird diesen ausführen. Der TuS-Kapitän kann nochmal Ergebniskosmetik betätigen. Schafft dies auch 6:2 für den FC Hertha Wiesbach. Zumindest ein zweites Tor an diesem Nachmittag. Das wird wahrscheinlich weder das Trainerteam noch die Mannschaft und wahrscheinlich auch nicht die mitgereisten Fans interessieren. Doch für die Statistiker lässt es sich vielleicht etwas freundlicher betrachten. Die TuS Koblenz unterliegt mit einer historischen Niederlage beim FC Hertha Wiesbach mit 6:2 und pfeift aus dem letzten Loch. Es sind sehr, sehr viele Ausfälle, die die Schengel zu verkraften haben und ja, zumindest eine kleine Besserung ist schon kommende Woche am Sonntag zu erwarten. Dann empfangen die Schengel den TuS aus Mechtersheim und hoffen auf den ein oder anderen Rückkehrer. Wir sind die Black Blue Schengel Army und die